Er kam zurück nach dem Zweiten Weltkrieg. And he was injured. Und er war verwundet. And according to the world standards, not nicht mehr einsetzbar. But God had a plan with his life. Aber Gott hat einen Plan mit seinem Leben gehabt. You can see here on the side, that's his autobiography. Und hier seht ihr das Buch da an der Seite, das ist seine Biografie. Who's interested to read about his life, I have it today on the big book table. You can purchase it if you want it. Wer Interesse hat, über sein Leben zu erfahren, ich habe das Buch zum Verkauf. Makes himself available to him. Mit einem Leben, das sich ihm einfach zur Verfügung stellt. Brother Andrew always used to say, I'm not special. Bruder Andrew hat immer gesagt, oh, ich bin nichts Besonderes. I don't have any special gifts or talents. Ich habe keine besonderen Gaben oder Talente. But I gave my heart to God. Aber ich habe mein Herz Gott gegeben. And I said, "Here I am, Lord, send me." Und ich habe gesagt, hier bin ich, Herr, sende mich. And it's amazing what God did through this man. Und es ist erstaunlich, was Gott durch diesen Menschen getan hat. So he decided to go to Bible school. Er hat entschlossen, zur Bibelschule zu gehen. And after that, und danach, she was traveling in those days behind the Iron Curtain. Und zu der Zeit ist er dann hinter den Vorhang, eisernen Vorhang gereist. And he found out that Christians on the other side were actually not doing well as we did here. Und dann hat er herausgefunden, dass es den Christen dahinter nicht so gut geht wie hier. They didn't have the rights as the rest of the people. Die hatten nicht die Rechte, die der Rest der Menschen hatten. They were not allowed to live out their faith publicly. Sie durften ihren Glauben nicht öffentlich leben. One time he came to a church. Einmal kam er in eine Gemeinde. And the pastor was sitting in the front row, und der Pastor saß auf der ersten Reihe, and all the whole congregation very closely to him, one row after the other, und die ganze Versammlung dann ganz nah an ihm, eine Reihe nach der anderen, and he was holding up his Bible like this, und er hielt so seine Bibel hoch, because everybody wanted to read just a little bit out of that Bible, weil jeder ein bisschen was von der Bibel raus auslesen wollte. He came back to Holland. Und dann kam er zurück nach Holland. And he felt like God was giving him an assignment. Und hat den Eindruck gehabt, dass Gott ihm einen Auftrag gibt. To strengthen those who are weak in the body of Christ. Die zu stärken, die schwach sind im Leib Christi. So he made the decision to smuggle Bibles. Also hat er die Entscheidung getroffen, Bibeln zu schmuggeln. Because he said the word of God is so important. Weil er sagte, das Wort Gottes ist so wichtig. And our brothers and sisters, they need it. Und unsere Brüder und Schwestern brauchen es. So he filled up this little car with Bibles. Also hat er dieses kleine Auto mit Bibel vollgestopft. He had a sleeping bag and stuffed all, like, as many Bibles as possible. Der hat einen Schlafsack gehabt, so voll wie möglich mit Bibeln gefüllt. And before he came to the border, und bevor er an die Grenze kam, he prayed this one prayer. Hat er dieses eine Gebet gebetet. He said, Lord, er sagte, Herr, once you made blinded eyes see. Du hast einmal blinde Augen geöffnet. Now please make seeing eyes blind. Sehend gemacht, und jetzt mach bitte sehende Augen blind. Such a childish prayer. So ein kindliches Gebet. But you know what? Aber wisst ihr was? That's how his faith was all of his life. So war sein Glauben sein ganzes Leben lang. Really, like a child. Wirklich wie ein Kind. So they asked him to get out, show his papers. Also haben sie ihm gesagt, er soll rauskommen, seine Papiere zeigen. And for 3 hours they were checking his car. Und 3 Stunden lang haben sie sein Auto durchsucht. 2 of them were busy in and out around the car. 2 von ihnen waren beschäftigt im und ums Auto herum. And the other 2 were watching him, whether he will show something through face expression or body language. Und die anderen 2 haben ihn beobachtet, ob er irgendwas zeigt mit seiner Mimik oder mit seinen Körpersprache. And he said they pulled out the sleeping bag. Und er sagt, die haben den Schlafsack rausgeholt. They opened the sleeping bag. He could see all of the Bibles. Und die haben den Schlafsack aufgemacht, und der konnte die ganzen Bibel sehen.
sehen. And they didn't see anything. Und die haben nichts gesehen. They closed the sleeping bag. Die haben den Schlafsack zugemacht. After 3 hours. Nach 3 Stunden. They're like, you can go ahead. Haben sie gesagt, sie können weiterfahren. And he brought all the Bibles to the other side. Und er hat die ganze Bibel auf die andere Seite gebracht. Yeah. This is really a miracle, and this is just only one of many, many others he has experienced. Und das ist wirklich ein Wunder, und das ist nur eins der so vielen, die er erlebt hat. So, other people heard about what he did. Andere Leute haben davon erfahren, was er tut. And their hearts were inflamed. Und ihr Herz wurde erflammt. And they said, "Can we join you? Can we help you?" Und sie haben gesagt, können wir mitmachen? Können wir dir helfen? And the ministry started to grow. Und der Dienst fing an zu wachsen. Nowadays we have our offices worldwide. Und heute haben wir unsere Büros auf der ganzen Welt. And we are still continuing to do what God told Brother Andrew to do. Und wir tun weiterhin das, was Bruder Hagen, was Gott Bruder Andrew aufgetragen hat. Well, they all had an assignment, right? Die hatten alle einen Auftrag gehabt. Halleluja. Halleluja. So, andere Richtung. Okay. Ah, thanks. So, I'm going to give you a little overview of what's happening in the world. Ich gebe euch eine kleine Übersicht dessen, was in der Welt geschieht. So this is the World Watch List. Das ist die Weltverfolgungsindex, which comes out every year. Das wird jedes Jahr veröffentlicht from Open Doors. Von Open Doors. And on the right side you see the ranking of the countries, which is the top country where persecution takes place, second, third and so on. Und auf der rechten Seite seht ihr die Rangliste von allen Ländern. Oben an der ersten Stelle sind die am größten Verfolgten, und dann 1, 2, 3 immer weiter runter. The color orange and red stand for the intensity of the persecution. Und die Farben, das Rot und das Orange, steht für die Intensität der Verfolgung. Red is extremely high persecuted. Rot steht für extrem stark verfolgt. Orange is highly persecuted. Und Orange ist stark verfolgt. Until 3 years ago, we had a yellow color. Bis vor 3 Jahren hatten wir noch eine Tieffarbe Gelb. That color disappeared. Und diese Farbe ist verschwunden. Not because persecution stopped in those countries. Nicht weil in diesen Ländern Verfolgung aufgehört but hat. But because it increased and the yellow countries became orange. Sondern weil es zugenommen hat und die gelbe Farbe ist zu Orange geworden. Since 2022 we observe 76 countries where persecution takes place. Seit 2022 beobachten wir 76 Länder, 76 Länder, wo Verfolgung stattfinden. And there are worldwide 360 million Christians being persecuted. Und es sind weltweit 360 Millionen Christen, die verfolgt werden. If you are interested in one country especially, you can go to our website Open Doors. Wenn ihr besonderes Interesse an einem Land habt, dann kann man auf die Webseite von Open Doors gehen. And you will get more information. Und da findet man noch mehr Informationen. But today I'm going to take you to Iran. Aber heute nehme ich euch mit nach Iran. On the ranking it's number 8. Auf der Rangliste ist es die Nummer 8, which means it's really one of the top countries where persecution takes place. Und was bedeutet, dass es eine der höchsten Rangordnung ist von Ländern, die da wo Verfolgung stattfindet. 86 million people live there. Es gibt die Bevölkerung macht 86 Millionen aus. And 1.2 million are Christians. Und 1,2 Millionen sind Christen. But the main religion is Islam. Aber die Hauptreligion ist der Islam. So you can already think how dangerous it is to be a Christian in Iran. Also könnt ihr euch vorstellen, wie gefährlich es ist, ein Christ in Iran zu sein. So persecution is expressed in different ways. Die Verfolgung wird oder die Verfolgung wird auf verschiedene Weise findet verschiedensten Ausdruck. Mm-hmm. And we're gonna look or watch a video right now. Und wir schauen uns jetzt einen Film an. And you'll see how persecution is expressed in Iran. Und dann seht ihr, wie die Verfolgung im Iran stattfindet. And how people deal with it. Und wie die Menschen damit umgehen.
Iran. Oberflächlich betrachtet ist der Iran ein Bollwerk des schiitischen Islam. Die Verfassung schreibt den Islam als Staatsreligion fest. Und ein Wächterrat aus islamischen Geistlichen bestimmt das Leben und die Politik im Iran. Traditionelle Christen, hauptsächlich Armenier und Assyrer, machen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung aus. Sie dürfen ihre Gottesdienste nur in ihren Muttersprachen wie Armenisch und nicht auf Persisch halten. Ihr christliches Leben wird auf die Kirche beschränkt. Viele Christen sind in der Vergangenheit ausgewandert. Doch die große Mehrheit der Christen versammelt sich mittlerweile in unsichtbaren Kirchen, den Hauskirchen. Hunderttausende Christen im Iran sind ehemalige Muslime, die zum Glauben an Jesus Christus kamen. In den Augen des iranischen Staates ist diese Entwicklung ein Angriff des Westens auf die Grundfesten der Gesellschaft. Staat und Religion sind im Iran eins. Wenn man also seinen Glauben wechselt, sagt man gewissermaßen, ich lehne eure Herrschaft über mein Leben ab. Der Übertritt eines iranischen Muslims zum christlichen Glauben kann mit dem Tod bestraft werden. Dennoch wächst die Zahl der Christen im Iran immer weiter. Aus Angst vor Schließungen und anderen Repressalien nehmen traditionelle Kirchen keine ehemaligen Muslime auf. Außerdem forschen Spitzel gezielt nach Muslimen, die den Kontakt zu traditionellen Kirchen suchen. Auch auf die wachsende Hauskirchenbewegung hat es der Staat abgesehen. Eine junge Frau unserer Gemeinde war verlobt, der Mann war Geheimagent der Regierung. Durch sie kam er an meine Telefonnummer und drohte mich zu töten. Er sagte, ich werde deine Leiche in die Gassen werfen. Ali ist ehemaliger Muslim und wurde gefasst, als die Regierung seine Hausgemeinde fand. Sie fesselten mich und hängten mich an die Decke. Dann nahmen sie ein Kabel und schlugen damit auf mich ein. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schreien kann. Ich habe große Schmerzen gehabt. Nach einiger Zeit kam jemand mit Papieren. Er gab mir einen Stift und sagte, ich solle schreiben, ich wäre Muslim. Das habe ich nicht gemacht. Er sagte mir, du gehst wieder zurück, wo du gerade warst, und ich weiß nicht, ob du da lebendig wieder herauskommst. Aller Verfolgung zum Trotz, die Gemeinde im Iran wächst weiter. Und viele Muslime kommen zum Glauben an Jesus Christus. Es ist mir eine Freude, um des Herrn willen verfolgt zu werden. Ich will, dass ihr im Westen wisst, Gott ist hier am Werk. Die Menschen hier sollen Jesus kennenlernen. Sie sollen wissen, dass Gott existiert und sie liebt. Mein Gebet ist, dass Gott den Menschen im Iran gibt, was sie brauchen. Nicht nur für ihre Erlösung, sondern auch, um seine Gemeinde zu bauen. There is a big revival going on in Iran. Da ist eine große Erweckung, die im Iran stattfindet. And the church is growing. Und die Gemeinde wächst. Despite of the persecution. Trotz der Verfolgung. There are those who flee, who can't stand the pressure. Es gibt die, die fliehen, die den Druck nicht standhalten können. But there are also many, many who are staying there and say, we want our people to hear the good news. Aber es gibt auch sehr viele, die bleiben und die sagen, ich möchte mal, dass meine Leute und mein Volk die gute Nachricht hört. This is the baptism of the fastest growing church in the world. Das ist die Taufe der am schnellst wachsenden Gemeinde in der Welt. I want to see something like that in Germany. Ich will sowas in Deutschland sehen. And you know what? You couldn't even capture the whole picture. This is just a part of it. Und das ganze Bild ist, konnte man nicht mal drauf bringen aufs Bild. Das ist nur ein Teil. But many, many people are coming to faith. Aber viele Menschen kommen zum Glauben. And we are observing three main ways how God works in Iran. Und wir beobachten drei Wege, wie Gott wirkt im Iran. Number one, through personal friendships. Nummer eins ist durch persönliche Beziehungen, Freundschaften. So they tell one another about Jesus. Also die sagen untereinander von Jesus. Yet they have to be very careful. Aber trotzdem müssen sie sehr vorsichtig sein. They are very much dependent on the leading of the Holy Spirit. Sie sind sehr abhängig von der Leitung des Heiligen Geistes. Because obviously they want to run their race until their time comes. Weil offensichtlich wollen sie ihren Lauf laufen, bis ihre Zeit kommt. And not go before its time. Und nicht vor der Zeit gehen. The second big way
Und die, der zweite Weg, dreams and visions, sind Träume und Visionen. So many Muslims testify, Imams, that they saw Jesus in a vision or in a dream. So viele Leute, die und auch vom Islam Imame. Und Imane bezeugen, dass sie Jesus gesehen haben. And that moves my heart. Und das bewegt mein Herz. Because I'm like, Jesus loves these people so much. Weil ich denke, Jesus liebt diese Menschen so sehr. When they have no other chance to hear the gospel or read it. Wenn sie sonst keine Gelegenheit haben, das Evangelium zu hören oder es zu lesen. He comes and shows himself to them. Dann kommt er und zeigt sich ihnen. And there is the story about this one Iranian lady. Und da gibt's die Geschichte von dieser einen Iranerin. She was a Muslim. Sie war eine Muslim. Married to a Muslim. Ist mit einem Muslim verheiratet gewesen. But she really suffered in that marriage. Aber sie hat wirklich gelitten in dieser Ehe. And one day she prayed, God, if you are really out there, help me. Und dann eines Tages hat sie gebetet, Gott, wenn du wirklich da draußen bist, dann hilf mir. So one day she walks around the streets of her city. Und eines Tages läuft sie durch die Straßen in ihrer Stadt. And she says suddenly somebody puts his hand on her shoulders. Und dann sagt sie, plötzlich hat jemand ihr die Hand auf die Schulter gelegt. She turns around and there stands a man dressed in a white robe. Und dann dreht sie sich um, dann steht da ein Mann gekleidet mit einer weißen Robe. And his eyes are going through her heart and her soul. Und seine Augen gehen ihr durchs Herz und durch die Seele. And she said, I never felt that kind of love. Und sie sagt, ich habe so eine Liebe noch nie gespürt. And he tells her, follow me. Und er sagt ihr, folg mir. She said, I would have followed him until the ends of the earth, even though I didn't know who he was. Und sie sagt, ich wäre ihm bis ans Ende der Welt nachgefolgt, obwohl ich nicht wusste, wer er war. So he leads her through the streets into a building. Und dann führt er sie durch die Straßen in ein Gebäude rein. They go down the stairs into the basement. Sie gehen runter, die Treppen runter in den Keller. And they stand in front of a door and he tells her, und dann stehen sie vor der Tür und dann sagt er ihr, get in there, they're gonna tell you more about me. Geh da rein, die sagen dir mehr über mich. She enters and founds an underground church. Und sie geht rein und findet eine Untergrundgemeinde. Jesus is building his church. Jesus baut seine Gemeinde. He finds ways. Er findet Wege. Isn't that encouraging? Ist das nicht ermutigend? I love to hear these stories. Ich liebe diese Geschichten zu hören. So this is only one of many, many stories. Und das ist nur eine von vielen, vielen Geschichten. So there is the third main way God works in Iran. Und dann gibt's noch den dritten Hauptweg, wie Gott im Iran wirkt. Through media. Und das sind durch die Medien. This is a typical house in Iran, the roof of a house with many satellites. Und das ist ein typisches Haus im Iran, das Dach mit ganz vielen Satellitenschüsseln. And in Iran, Christian programs or anything that comes out of the West is actually prohibited. Und im Iran sind alle christlichen Sender, die aus dem Westen kommen, sind verboten. And they control the internet and filter really, really strong. Und sie kontrollieren das Internet und filtern wirklich stark. But you know what? The Lord said, who seeks will find. Aber wisst ihr, der Herr hat gesagt, der, der sucht, wird finden. And many Iranians are seeking for truth. Und viele Iraner suchen nach Wahrheit. And they find their way to Jesus through media. Und sie finden ihren Weg zu Jesus durch Medien. So, this is Shireen. Das ist Shireen. I love her story. Ihre Geschichte liebe ich. With 85, mit 85, she met Jesus in a dream. Hat sie Jesus begegnet im Traum. But she didn't know who he was. Aber sie wusste nicht, wer er war. She just remembered what she felt. Und sie konnte sich nur daran erinnern, was sie empfunden hat. But then she had a longing to get to know him. Und sie hatte eine Sehnsucht, ihn kennenzulernen. But she didn't have a Bible. Aber sie hatte keine Bibel. She didn't know about churches. Sie kannte keine Gemeinden. She didn't know any Christians. Und sie kannte keine Christen. So one day she was watching TV. Und eines Tages hat sie Fernsehen geguckt. And since not everybody has their own satellite. Und da nicht jeder seine eigene Satellitenschüssel hat. She was connected with the cable to her neighbor. Da hatte sie eine Verbindung, also war sie mit dem Kabel verbunden mit dem Nachbarn. So whatever he watched, she had to watch. Also alles was der geguckt hat, musste sie gucken. So one day this Jesus movie pops up. Und dann kam eines Tages dieser Jesus-Film. About his life. Über sein Leben. And she watches that movie and is just overwhelmed about what Jesus
did. Und sie guckt den Film an und war so überwältigt von dem, was Jesus tat. She was crying. Und sie hat geweint. So at the end of the movie, und am Ende von dem Film, this verse pops up from Revelation 3:20. Kam dieser Vers vom Offenbarung 3:20. Here I am, I stand at the door and knock. Hier bin ich, stehe an der Tür und klopfe. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person. Wer meine Stimme hört und sie öffnet, zu dem komme ich rein und werde mit ihm essen. So, Shireen took it literally. Und Shireen hat das wörtlich genommen. She went to the door. Die ging zur Tür. Opened it. Hat sie aufgemacht. And guess who was there? Und rat mal, wer da war. Jesus was standing there. Jesus stand da. And she talked to him. Und sie hat mit ihm geredet. And he said, I love you. I died for you. Und er hat ihr gesagt, ich liebe dich. Ich bin Follow für dich gestorben. Me. Folge mir. And then he explained to her she should go back. There will be a telephone number shown on the screen and she should call that number. Und dann hat er ihr gesagt, sie soll wieder zurückgehen, da wird's eine Telefonnummer auf dem Bildschirm geben und sie soll diese Nummer anrufen. So she does that. She calls the line and it was a line where from that movie, you know, they have different languages, people who can speak to you. Und dann hat sie das gemacht und dann war das eine Telefonnummer von diesen Herstellern aus von dem Film, da wo das die hatten verschiedene Sprachen dort gehabt. And she talks to that lady and she said Jesus is so wonderful. Und sie redet mit dieser Frau und sagt Jesus ist so wunderbar. And the lady said yeah, isn't it an awesome movie? Und die Frau sagt ja, ist das nicht ein schöner Film? And she's like no, he was at my door. Und sie sagt nein, der war bei mir an der Tür. So that Persian lady understood what she meant because this is not the first time that it happened like that. Und die Perserin da, die hat verstanden, was die Frau meinte, weil das war nicht das erste Mal, dass sowas geschehen ist. So she could lead her to Jesus. Also konnte sie sie zu Jesus führen. So since it's very dangerous for Muslims to live out their faith and they can't meet in public, da es für Muslime sehr schwer gefährlich ist, ihren Glauben öffentlich zu leben und sich öffentlich zu treffen, they're meeting secretly in house churches, treffen sie sich geheim in Hausgemeinden, but sometimes even that can get dangerous if the neighbors find out or somebody else. Aber selbst das kann manchmal gefährlich werden, wenn die Nachbarn davon rausfinden. And as the saying goes, necessity is the mother of invention. Und das, wir kennen alle das Sprichwort, die Not macht erfinderisch. They found other ways to do church. Die haben andere Sachen gefunden, wie sie Gemeinde feiern. Youth, I told you about it. Und ihr Jugendliche, ich habe euch davon erzählt. Now you'll see. Und jetzt seht ihr das. This is what church can look like. So kann Gemeinde aussehen. They rent buses and taxis for 4 to 5 hours. Die mieten sich Taxen oder Busse 45 Minuten. No, 4 to 5 hours. Vier bis fünf Stunden. And they travel around and have church. Und dann fahren sie um die Stadt rum und haben Gemeinde. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? That's a Holy Ghost idea, I think. Das ist eine Heiliggeist-Idee, denke ich mal. Some people ask me, well, what if the taxi driver is not a Christian? Manche fragen mich, ja, was ist, wenn der Taxifahrer kein Christ ist? Well, they don't drive with a Muslim. There are Christians also among the taxi drivers. Nun, die haben dann keinen, die haben auch unter den Christen haben sie Taxifahrer und dann nehmen sie sich keinen Muslime. They travel around, they pray, they have the word. They worship together. Und die fahren umher, die beten, die lesen die Bibel zusammen und beten an. So now you heard about all of those great stories. Und jetzt habt ihr von all diesen wunderbaren Geschichten gehört. And God is working. Und Gott wirkt. Yet I really want to make sure that you understand. Trotzdem möchte ich wirklich auf Nummer sicher gehen, dass ihr versteht. That our brothers and sisters in Christ are not superheroes. Dass unsere Brüder und Schwestern in Christus keine Superhelden sind. They have their dark days. Die haben ihre schlechten und dunklen Tage. They get discouraged. Sie werden entmutigt. They feel weak sometimes. Die fühlen sich schwach manchmal. And hopeless. Und haben keine Hoffnung. And that's why they need us. Und deswegen brauchen sie uns. You know, we all receive the Great Commission. Wir alle haben diesen Missionsbefehl bekommen. Go into all the world. Geht in die ganze Welt. And we send out missionaries. Und wir senden Missionare aus. And that's good and right. I'm all for missions. Und das ist High gut five. Und recht. Ich bin nur für Missionen. I was one. Ich war auch einer von ihnen.
But the best missionaries are the local people. Aber die besten Missionare sind wirklich die vor Ort, die Ansässigen. They speak the language. Die sprechen die Sprache. They understand the culture. Die verstehen die Kultur. They are one of them. Die sind einer von ihnen. Until we missionaries learn all of these things, it takes sometimes years and years. Bis wir all diese Dinge erlernen, dauert das manchmal Jahre. In many parts of the world there are already Christians and churches. In vielen Teilen der Welt gibt es bereits schon Christen und Gemeinden. And we have to strengthen them so that they can go out and fulfill the Great Commission. Und wir müssen die stärken, damit sie rausgehen und den Missionsbefehl erfüllen können. But it's not easy for them. Aber es ist nicht leicht für sie. Because of that persecution. Wegen dieser Verfolgung. And I want to show you out of the Word why it is so important for us to pray for them. Und ich möchte euch aus dem Wort zeigen, warum es so wichtig ist, dass wir für sie beten. So we go to 2 Corinthians chapter 1 verses 8 to 11. Und dann gehen wir zum 2. Korinther Kapitel 11. 1. Oh, Entschuldigung. 1, 8 bis 11, that's right. When I read that, I really thought, wow, that sounds like our brothers and sisters. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das hört sich wirklich wie von unseren Brüdern und Schwestern an. So Paul says, we think you ought to know, dear brothers and sisters, about the trouble we went through in the province of Asia. We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure, and we thought we would never live through it. In fact, we expected to die. But as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only on God, who raises the dead. And he did rescue us from mortal danger, and he will rescue us again. We have placed our confidence in him, and he will continue to rescue us. And you are helping us by praying for us. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in dieser Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten und über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solcher Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch uns eure Fürbitte für uns. Thank you. So Paul makes a correlation between what happened to him and the others coming out of that successfully through the prayers of the church. Also Paulus macht hier diese Verbindung zwischen dem, was ihm geschehen ist, und anderen, die daraus hervorgekommen sind durch die Gebete von anderen. When I look at the life of Paul, wenn ich mir das Leben von Paulus ansehe, I ask myself, how many times was this dude supposed to die? Und dann habe ich mich gefragt, hey, wie oft sollte dieser sterben? Shipwrecked, Schiffbruch, beaten up, geschlagen, stoned, gesteinigt. I mean, the list is so long. Die Liste, die ist so lang. Yet he survived all of that. Und trotzdem hat er das alles überlebt. And stayed sane. Und ist bei Verstand geblieben. How does that work? Wie funktioniert das? Well, obviously, it's the power of God. Offensichtlich ist es die Kraft Gottes. But God decided to work through us. Aber Gott hat entschieden, durch uns zu wirken. Through our prayers. Durch unsere Gebete. So, I want to tell you another short story about Nazar. Und hier der Nazar ist eine andere weitere Geschichte. In 2018 he was imprisoned for 10 years for being part of a house church. 2018 war er für 10 Jahre Gefängnis verurteilt worden, weil er Teil einer Hauskirche gewesen ist. The government stated he was a danger to the national security. Und die Regierung sagte, er war eine Gefahr für die nationale Sicherheit. My gosh, we have power. Meine Gott, wir haben Macht. Yes. Yeah. So everybody from Open Doors, we prayed. Und wir alle von Open Doors, wir haben gebetet. The church in Iran prayed. Die Gemeinde im Iran hat gebetet. Wherever we went, we talked about him and we said that we are praying for him. Überall, wo wir gewesen sind, haben wir gesagt, dass wir beten für ihn. And last year in October, letztes Jahr im Oktober, he was released. Ist er freigekommen. So it was 5 years
prior to when he was supposed to be released. Also es waren 5 Jahre vor dem eigentlichen Datum, wo er hätte entlassen werden. Why was he released? Warum ist er entlassen worden? Nobody really knows. Keiner weiß es wirklich. But you know what? We don't care. Aber wisst ihr was? Es ist eigentlich egal. We were praising God that he came out. Wir haben Gott gepriesen, was er freigelassen wurde. And that the Lord heard our prayers. Und dass der Herr unsere Gebete erhört hat. Ephesians. In Epheser. 6:18-20 it says. In Kapitel 6, 18 bis 20 da steht. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. And watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich ihm freimütig rede, wie ich reden soll. We are called to pray for all saints. Wir sind, uns wird gesagt, dass wir für alle Heiligen beten sollen. Now shall I pray for all the Christians in the whole world? Nun soll ich jetzt für alle Christen in der ganzen Welt beten? Well, that's going to be difficult. Nun, das wird schwer. But, aber, the Holy Spirit can lead you to maybe pray for one. Der Heilige Geist kann dich leiten, dass du vielleicht für einen verfolgten Christen betest. Maybe for a certain people group. Vielleicht für eine gewisse Menschengruppe. Maybe even for a whole nation. Vielleicht sogar auch für eine ganze Nation. But I want to encourage you to follow that lead. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du dieser Führung folgst. You know, there are not two churches, the persecuted church and the, what are we? Are we free church? Are we vacation church, what are we? Es gibt keine zwei Gemeinden, die verfolgte Gemeinde und die freie Gemeinde oder die Feriengemeinde. Yeah, exactly. Was sind wir? We are one church, we are one body, we are one family. Wir sind eine Gemeinde, wir sind ein Leib, wir sind eine Familie. And if we are family, we care about each other, don't we? Und wenn wir Familie sind, dann sorgen wir füreinander, stimmt's? You know, sometimes I hear people saying, you know what, this topic of persecuted Christian is just not my thing. Und manchmal höre ich Christen sagen, hey, dieses Thema, diese mit verfolgten Christen, das ist wirklich nicht meine Sache. That's just too much for my soul. Das ist zu viel für meine Seele. You would never say that about your family member. Das würdest du über dein Familienmitglied nicht sagen. If your child would be sick. Wenn dein Kind krank wäre. Your mother, your brother. Deine Mutter, dein Bruder. That's just too much. Das ist zu viel. No, I can't deal with that. Nee, damit kann ich nicht mich so auseinandersetzen. That's ridiculous, isn't it? Das ist lächerlich, oder? I really pray that the Lord will open up your hearts, the eyes of your heart, so that you can see. Ich bete wirklich, dass der Heilige Geist die Augen deines Herzens erleuchtet, dass du sehen kannst. You know, I believe when we are in a relationship with Jesus. Ich glaube, dass wenn wir in einer Beziehung mit Jesus sind, we should hear his heartbeat. Da sollten wir seinen Herzschlag hören. And what's important to him should be important to me. Und was ihm wichtig ist, sollte mir wichtig sein. Sometimes we just circle around our own wants, wishes, dreams, visions. Und manchmal kreisen wir uns nur uns selbst, Träume, Visionen, Träume. And that's okay. I'm not saying we're not allowed to have that. Und das ist in Ordnung. Ich sag nicht, dass wir das nicht haben dürfen. But he is the highest. Aber er ist das Höchste. He is the biggest treasure. Er ist der größte Schatz. And when Saul was on that road to Damascus, und als Saulus auf der Straße nach Damaskus war, and he saw that light and he heard Jesus talk to him, und er sah dieses Licht und hat Jesus zu ihm reden hören. Jesus didn't say, Saul, Saul, why do you persecute my church? Da hat Jesus nicht gesagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du meine Gemeinde? He said, why do you persecute me? Er hat gesagt, warum verfolgst du mich? He takes it personally. Der nimmt es persönlich. We are his body. Wir sind sein Leib. The persecuted church out there
It's him. Das die die verfolgte Gemeinde da draußen, das ist er. He loves them. They are valuable to him. Er liebt sie und sie sind kostbar für ihn. We are as well. Wir auch. Wir sind ihm auch wichtig. Not grading them over us. Wir stufen sie nicht höher als uns ein. But it's about strengthening them. Aber es geht darum, dass wir sie stärken. Because their success is our success. Weil ihr Erfolg ist unser Erfolg. And I personally believe, that's my personal conviction. Und ich persönlich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung, that when they thrive, dass wenn es ihnen gut geht, we will thrive here and we will see great things over here in Europe as well. Das ist dann uns gut. Because we are one body, remember. Und das ist wir auch große Dinge hier in Europa sehen. If one part suffers, the whole body suffers. Weil wir sind ein Leib, wenn der eine Teil leidet der ganze Leib. Well, I don't feel that. Oh, das spüre ich nicht. Well, you might not feel it physically. Nein, du spürst das vielleicht nicht körperlich. But we feel it spiritually. Aber geistlich spüren wir das. We pray for breakthrough. We pray for revival. Wir beten für Durchbruch. Wir beten für Erweckung. That's not disconnected from the rest of the body. Und das ist nicht getrennt vom Rest des Leibes. We belong together. Wir gehören zusammen. So what I really want to encourage you today. Und was ich wirklich euch ermutigen möchte. Don't heute, be a chicken, be an eagle. Sei kein Hühnchen, sei ein Adler. A chicken only picks what's in front of them. Pick. Ein Adler, ein Hühnchen, der sieht nur das, was vor der Nase ist. Pick. My work, my bills. Meine Arbeit, meine Rechnungen. Kids, drive them to school, drive Kinder, them to the club. Ich fahre sie auf die Arbeit, Schule, ich fahre sie zum Club. And that's my life. Und das ist mein Leben. And the church. Und die Gemeinde. Okay, good, okay. Awesome. Wunderbar. But there is more. Aber es gibt mehr. The Lord wants you to take an eagle perspective. Der Herr möchte, dass du einen Adlerperspektive, einen Adlerblick bekommst. The Lord wants to work through you worldwide. Und der Herr möchte durch dich weltweit wirken. But I don't want to be a missionary. Aber ich will kein Missionar sein. You don't have to. Das musst du nicht. Because. Weil. I'll read you an awesome quote by Brother Andrew. Ich lese euch ein super Zitat von Bruder Andrew. Our prayers can go where we cannot. Unsere Gebete können dahin gehen, wo wir nicht hingehen können. There are no borders. Es gibt keine Grenzen. No prison walls. Keine Gefängnismauern. No doors. Keine Türen. That are close to us when we pray. Sie sind uns nah, wenn wir beten. Your prayers will go where you will never be able to go to. Deine Gebete werden dahin gehen, wo du nie hingehen kannst. You will never make it to North Korea. Du wirst es nie nach Nordkorea schaffen. And probably to Afghanistan. Oder vermutlich nach Afghanistan. But your prayers will. Aber deine Gebete werden es. That's why we call ourselves open doors. Deswegen nennen wir uns selbst open doors. There is no closed door for the gospel. Es gibt keine geschlossenen Türen für das Evangelium. God is greater. Gott ist größer. And he will make sure that the message reaches the people. Und er stellt sicher, dass die Botschaft zu den Menschen kommt. But he needs us to open our mouths. Aber es ist nötig, dass wir unseren Mund aufmachen. To take our authority. Dass wir unsere Autorität einnehmen. And to exercise it. Und sie ausüben. We have a responsibility here. Wir haben hier eine Verantwortung. And this is what we are going to do right now. Und das werden wir jetzt tun. We are going to pray together. Wir werden zusammen beten. And I believe right now in this moment when we pray, a difference will be made in Iran. Und ich glaube jetzt hier, wenn wir beten, bewirken wir einen Unterschied im Iran. So I brought you some prayer requests from Iran. Ich habe euch hier ein paar Gebetsanliegen aus dem Iran mitgebracht. And when we start, I would kindly ask you to go into little groups, 2 to 3 people. And pray. Und wenn wir anfangen, möchte ich gern, dass ihr zu euch gruppiert, 2, 3 Leute zusammen und betet. Now, when you pray, wenn ihr betet, you can pray with that information that is offered here to you. Könnt ihr mit dieser Information beten, die euch gegeben worden ist? And that is already awesome. Und das ist schon wunderbar. Those of you who have the gifts of speaking in tongues, diejenigen von euch, die die Gabe des Sprechen in Zungen haben, pray in the Spirit. Dann betet im Geist. Because the Spirit reveals things to you that we can never know. Weil der Geist wird dir Sachen offenbaren, die wir niemals wissen können. And I experienced that even as a higher way to pray, because
We get a lot of information, but we don't receive all of information. Und ich erlebe das wirklich als eine höhere Art des Gebets, weil wir bekommen schon sehr viel Information, aber das ist nicht alle Informationen, die es and gibt. The Holy Spirit can pray through you. Und der Heilige Geist kann durch dich beten. So we'll leave that the prayer request, so you can look at it for a moment. Wir lassen die Gebetsanliegen hier stehen, so dass ihr sie kurz mal sehen könnt. We will pray. Wir werden beten. And at one point the worship team will start to enter the worship. Und dann dann wird das Lobpreisteam anfangen anzubeten. And if you're still not done with prayer, no problem, continue with your prayer. You don't have to just cut it. Und wenn ihr dann noch am Beten seid, okay, dann müsst ihr nicht abrupt aufhören. And those of you who are done, just join into the worship. Und dann diejenigen von euch, die fertig seid, ihr könnt dann einfach mit anbeten. Okay, so let's pray. Also lasst uns beten. Go together. Geht two zusammen. Three, zwei, drei four. Leute zusammen, vier. Okay, ja, yeah, ja. Yeah.
tell him right now. Es ist Jesus. And only Jesus. Und nur Jesus. And if you are here and you have not known him that well. Und wenn du hier bist und du hast ihn nicht so gut gekannt. And you wonder why would people give their lives for this Jesus? Und du hast dich gefragt, warum sind Menschen bereit ihr Leben für diesen Jesus zu geben? Well, that's probably because you did not encounter him yet. Und es liegt vermutlich darin, dass du ihn noch nicht gekannt oder kennengelernt hast, ihn begegnet bist. Because once you meet him, weil wenn du ihn einmal begegnet bist, you can do that. Kannst du das? And you can sing, you are worthy of it all. Und dann kannst du singen, du bist allem würdig. There is this lady in Vietnam who was kicked out by the whole village because she turned to Christ. Da war diese Frau in Vietnam, die von dem ganzen Dorf verstoßen worden ist, weil sie an Jesus glaubt. Over 70. Über 70. She left everything that she has known so far. Sie hat alles verlassen, was sie bisher gekannt hat. But she said, I came to know the love of Christ. Aber sie hat gesagt, ich habe die Liebe Christi kennengelernt. And I want to follow him. Und ich möchte ihm nachfolgen. And I want to invite you. Und ich möchte dich einladen. If you've not come to know this kind of love, wenn du diese Liebe noch nicht kennengelernt hast, come to him today. Dann komm heute zu ihm. And allow him to touch your heart. Und erlaub ihm dein Herz anzurühren. We will have a team up here. Wir werden ein Team hier haben. If you want to know more about that relationship with Jesus, wenn du mehr von über diese Beziehung mit Jesus wissen willst, and you want to pray with somebody, und mit jemandem beten möchtest, come. Dann komm. Don't push it to next day, next week. Dann schieb es nicht auf bis zur nächsten Woche, übernächste Woche. Today is the day. Nee, heute ist der Tag. And if you're at home watching online, und wenn du zu Hause bist, siehst online zu, Jesus is right there. Dann ist Jesus auch da. You can talk to him. Du kannst mit ihm reden. And he will hear you. Und er wird dich hören. Come to him. Komm zu ihm. And give your life to him. Und gib ihm dein Leben.
can shortly be seated. I have one more information, one last. Ihr könnt euch kurz setzen. Ich habe noch eine Information, eine letzte. You found this prayer booklet on your seats. Ihr habt auf euren Plätzen habt ihr dieses Gebetsbüchlein gefunden. Maybe the Holy Spirit touched your heart today. Vielleicht hat der Heilige Geist dein Herz heute angerührt. And you say, I really want to make that part of my prayer time. Und du sagst, ich möchte das wirklich, dass das ein Teil von meiner Gebetszeit ist. Our persecuted brothers and sisters. Unsere verfolgten Brüder und Schwestern. We bring this prayer booklet every month out. Wir bringen dieses Gebetsbuch jeden Monat raus. And part of it is the prayer calendar. Und da drin enthalten ist der Gebetskalender. For every day there is one request. Und jeden Tag steht da ein Gebetsanliegen. Very specific. Ganz spezifisch. People, families, groups. Menschen, Familien, Gruppen. That you can pray for that day. Für die du an dem Tag beten kannst. Doesn't take long. Braucht nicht lange. But it's very, very effective. Aber es ist sehr effektiv. And if you would like to order that, und wenn du das gern bestellen möchtest, there is a little card on the back. Dann ist da eine kleine Karte hinten dran. And I would kindly ask you to fill it out clearly. Und dann möchte ich dich gerne bitten, dass du das klar, deutlich ausfüllst. And back there at the book table, there is a little box, and you can throw in your card. Und da drüben hinten am Büchertisch, da ist eine kleine Box, da in die kannst du deine Karte werfen. And once a month you will receive that. Und dann bekommst du dieses Heftchen einmal im Monat. Nothing else. We don't send anything else. Sonst nichts. Sonst verschicken wir nichts. And we treat your data very confidential. Und wir gehen sehr vertraulich mit deinen Daten. So, thank you. Danke. In the name of all our brothers and sisters in Christ who are suffering. In dem Namen von all unseren Brüdern und Schwestern, die leiden. You will probably not meet them. Vermutlich werdet ihr sie nicht kennenlernen. I will have the privilege to meet them in Bangladesh this year. Ich habe das Vorrecht, sie in Bangladesch dieses Jahr zu sehen. Thank you for your prayers. Danke für eure Gebete. Thank you for your support. Danke für eure Unterstützung. And I really hope and pray that you will continue to pray for them. Und ich hoffe und bete wirklich, dass ihr weiterhin für sie betet. And I give over to Sherwin. Und dann gebe ich das an den Sherwin weiter. Vielen Dank, Mary. Vielen, vielen Dank, Mary. Genau. Es war doch sehr, sehr spannend. Yeah, it was exciting. Und ich ermutige uns einfach, auch nicht nur für die verfolgten Christen zu beten. And I would like to encourage you to not just pray for the persecuted Christians, sondern auch für Mary, wenn sie andere Gemeinden besucht. But also for Mary when she visits other churches. Dass dieser Effekt des Ganzen auch wirklich groß ist. That the effect of all this is really great. Genau, und da setzen wir auch unseren Glauben mit ein. And then we also share our faith. Genau. Wie Mary schon gesagt hat, haben wir da hinten einen Büchertisch. And as Mary said, in the back you find a book table. Und auch einen Eimer. Dort könnt ihr, wenn ihr möchtet, spenden. And also a bucket. And if you like, you can also donate. Genau. Und dort liegt auch eine Spendenbescheinigung bzw. ein Umschlag, wenn ihr das braucht. And we also have offering envelopes if you like to if you like that. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt oder so, geht einfach zu Mary und ja, sie wird euch Dinge erzählen und darauf Antworten haben. Yeah, and if you have questions, please go to Mary. She knows what to say and has answers. Genau. Ansonsten wünsche ich euch eine gesegnete Woche. And I want to wish you a blessed week. Und bis den nächsten Sonntag. And we see each other next week. Bye bye. Bye.